Also ich kollege eine Abkühlung. Du bekommst Schallwellen. Schallwellen. Ja, die tun weh. Ja. 90 Minuten çalışmaya devam ediyor. 90 Tage lang göreceğiz. Wird arbeitet das immer noch. Şimdi bir daha göreceğiz küçük ama gitgide artacak. Ne artacak? Ha. Und den Unterschied siehst du immer von Tag zu Tag, Monat zu Monat. Es wird immer sogar besser, immer weiter besser. Şey, birine yaparken çektik, gösterelim mi? Ja, also das ist zu viel. Jo, o böyle bir acımaz. Bütün yüz olunca. Ich weiß nicht. Şimdi üç tane başlığımız var. Üç tane başlığımız var. Önce dört buçuklukla yapacağız. Bu biraz daha yüksek olacak. Makine atışımızı söylüyor. Atacağımız yerler belli. Ne schwach einstellen. Şimdi hafif mi yaptın, ağır mı yaptın? Önce da acı duymaz. Gıdıda yağ var ya. Sıkıntı olmuyor. Ich habe das machen lassen, also ist wirklich gut. Ansonsten würde ich dir auch abraten. Ich kenne das. Habt ihr da woanders? Öncesini çekecek miyiz? Hastanın çok anlaşılır mı? Gerek yok. Tamam. Bir. Başlayalım mı? Başlayalım. Alter, ich kann keine Schmerzen ab. Yani yağ olan, yağ az olan yerde acımıyor mu? Wo da, wo weniger fett ist, unterhalb ist, also weniger fett ist, spürt man das nicht extrem, aber wo schon viel fett ist, hier in diesen Bereichen spürt man das. Ich hatte das genau in diesen Bereichen. Wo eigentlich die Zähne liegen, genau diese Zone. Wie ist das bis dahin? Das spürst du? Es piekt. Ja. Ben şurayı çekeceğim. Makinede bir şeyler gösteriyor. Makinede göstereyim ben. Şurada bir ultrason cihazı var. Ben burada atış yaptığımda vurduğunda uygun dokuya atış yapıyor ama onu görüyorum. Nasıl anlıyorsun? 4,5 şurada çizgi. Diyorum ki 4,5'a kadar ben işlem yapacağım. Yukarıdan bak ışıltılar dökülüyor. Ben bu vurduğum ateş var. Peki şimdiden başlayacak mı farkı görmeye? Evet, kendi hissedecek böyle. Daha bir gerginliğini hissedecek. Bunu 90 güne kadar iyice gelebilecek. Es fängt schon an, also du wirst schon den Unterschied schon merken. Es wird noch gestraffter, die Haut, auch schon gleich. Und auch die folgenden 90 Tage, das sind dann 3 Monate, wird es immer noch besser sogar. Ich gehe und so, dass sie absichtlich. Thank you.
da Joe Line var. Joe Line neresiydi? Şu çene. Nicht an den Seiten, die Wangenbereiche. Bunun çıkması demek ve genç daha genç gösteriyor ya. Jetzt spürst du richtig, ne? Das ist halt so. Wer schön sein muss, muss da halt. Wenn du nicht aushaltest, kann er auch kurz Pause machen, wenn du möchtest. Also check mir das nicht an, wenn du das ist heiß. I know. Yes, the same we have. Hemen topluyor. Bak şu anda ne topladım? O tarafını gösterebilir miyiz ona? Şu an ben hiç anlaşmıyorum. Dur şuradan geçiyorum. Bekleyin. Bir yayla getireceğim. Das ist heiß. Wirklich heiß. Ne? Und dann... Warte mal ganz kurz. Ich möchte dir den Unterschied zeigen. Benim kameradan yan çekim yaptırsam gösterdim. Bir tepkisini merak ediyorum. Çok büyük değil ama ben etkilemiyorum. Anlayan anlıyor. Bak bu tarafa yapıldı değil mi? Sağ tarafa. Und die aus Zivik kızartım o dönüme. Bu gitgide artacak. İlk yapıldığında böyle hafif bir şey oluyor. Gitgide orasındaki kolonu... Kannst du mir jetzt deine linke Seite zeigen? Hier. Nein, deine rechte, Entschuldigung. Mhm. Es ist so ein minimaler Unterschied, aber wir sehen das natürlich. Du noch nicht. So geht's alle um, ja. Also, aha. Alles klar. Also, es ist heiß. Es wird sehr heiß. Am Hals merkt man überhaupt nichts, weil da wahrscheinlich mehr Fett ist, wurde mir gesagt. Und an den Wangen ist es sehr heiß und es ist wie Ultraschall. Also, ansonsten ist es auszuhalten, aber ich bin auch ein Mann und ich habe auch ein Schmerzempfinden, was, ja, ich merke Schmerzen. Ich mag auch keine Schmerzen, aber es ist auszuhalten. Aber es ist nicht schön. Also, da merkt man wirklich am Hals, ist das alles gut. Der Andreas Löschke, der schreibt immer, weil er dich jetzt gesehen hat, kennst du ihn anscheinend. Aber der ist sehr nett, ein ganz lieber Mensch. Also der schreibt. Grüßen wir ihn von hier. Ja, grüßen wir ihn auf jeden Fall, Andreas. Weil der Andreas, der guckt auch die Videos, der ja, ist. Ja. Oh nein, der nicht. Mm. Genau diesen Bereich meinten wir, ne? Mm, das ist geil. Oh, geil. Geil, ja, das ist geil. Geil. Ich kenne das. Das ist unangenehm, ja. Das ist unangenehm, ja. Wer lacht auch noch dann? Wer? Ja.
Meinst du ihn? Mhm. Ich finde das auch geil. Sie glüht jetzt ein bisschen. Au, da hat er gezogen. Alles gut. Richtig. Und das war's schon. Er wird seine Färbung genommen. Ihr habt ja mal. Also, er schmerzt an den Jawlines, das genau. Ist ja diese Wangen, also nicht Wangenknochen, sondern wie heißt das denn auf Deutsch? Da muss ich die Türken fragen. Jawlines haben nicht so gehört. Ja, und am Hals gar nichts, alles gut, aber es ist unangenehm. Es ist jetzt nicht super schmerzhaft, aber ich glaube, wenn die Haut dünner ist, ist es schmerzhaft. Aber jetzt tut es noch ein bisschen weh, ganz leicht, aber es ist natürlich locker auszuhalten. Ja, und sollte man auf jeden Fall mal probieren. Ich kann euch aber erst mehr sagen, wenn ich mir das in 2, 3, 4 Wochen nochmal anschaue. Und dann halte ich euch auf dem Laufenden. Asche, wie ich es sage. Und jetzt bekommst du Gesichtsverjüngung für die oberen Bereiche. Okay. Ich ist so, das ist yes, of course. Jetzt bekommst du diese Schande und Stimmung hierfür. Er macht sie so schnell hintereinander, damit du das nicht vielleicht extrem spürst. Alter Schwede, das mag ich nicht, ehrlich nicht. Ja, das was Schmerz ist eigentlich, wie gesagt, nicht die Nadel, weißt du, das ist immer noch die Betäubung, das ist immer so. Oh Mann, ey, das ist nicht für mich. Bu bana göre değil diyor. Biraz daha yavaş yapabilir misin? Das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn er jetzt das langsam machen würde, dann würde es noch mehr schmerzen. Ja, ne? Zeig mal. Daha küçük aynı bu mu? Görsün diye kendini. Bu bana göre değil diyor. Bence bayılacak sonra. Ama danak ve su zor hep güzel. Laf mı yani? Das ist das, was uns am meisten gefällt mit allen diese Spritzen. Bisschen aushalten, Frank. Du schaffst es noch ein paar Spritzen. Du schaffst es. Noch wenige, noch ganz wenige, dann sind wir fertig. Das ist nicht meins. Fertig? Ready? Das ist nicht meins, überhaupt nicht. Ich verstehe das. Bei mir war es auch so, aber dann habe ich gesagt, das muss ich noch mal machen. Das kannst du voll vergessen, das mache ich keine zweimal. Ich bin ein Mann. Oh Gott. Bitte mal. Erledigt. Jetzt bin ich auf das Ergebnis gespannt. Also jetzt warten wir ab. Ich weiß es nicht. Die Spritzen sind nichts für mich. Frauen stecken das besser weg. Ich sehe das ja bei meiner Kollegin. Die hat da kein Problem mit. Oder Leslie hat da kein Problem mit. Aber für Männer, wir sind das einfach nicht gewohnt. Wir machen das nicht oft. Und das hat mich jetzt... Dann glauben wir. Ich habe richtig Schweißausbrüche. Guckt euch das ja, mal ja, an. Bei mir ging es auch so. Bei mir ging es auch so. Ich mag so. Das nicht. Da muss man wirklich richtig vorbereitet sein, um das machen zu können. Das schmerzt. Aber das Ergebnis. Ja, perfekto. Ich hab schon was, ja? Die Stirnzone lässt er frei. Danke. Botox öneriyoruz ama ifadesini yapmamak için istemiyor. Aslında direkt bir Botox ja, weil du jetzt auch Schauspieler bist, möchte endlich viel da was machen bei dir. Ja, weil ich brauche die Mimik, ne? Das ist mein Problem. Ich kann, wenn ich, ich muss arbeiten können mit dem Gesicht, ich muss. Genau, du machst Mimik. Ja, ja, und wenn ich jetzt gar nicht mehr, also ich weiß, dass man die Augenbrauen bewegen kann. Ja, kann man, aber trotzdem. Für Mimik ist immer schön, wenn du schaust, dass die Leute auch die Falten sehen ein bisschen, ne? Wie du was spielst. Ne? Da ist es natürlich ganz schön. Und gerade Augenbrauen ein bisschen einfach vernünftig arbeiten. Ne? Das ist so, wenn du zum Beispiel gibt es ja Sängerinnen,
die, oh, was hatte ich denn da letztes Mal? Da sagte die Steffi auch irgendwie von wegen, sie macht das und das nicht, weil sie Angst um die, ach ja, sie wollte doch immer mal ganz gerne die Nasen richten lassen. Aha. Und sie sagt, sie hat Angst, wenn sie jetzt die Nasen-OP macht, dass sie die Gesangsstimme nicht mehr hat. Natürlich. Das muss auch zugleich ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt sein. Ja, ja, ja. Und unsere Ärzte sind auch zugleich ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Jetzt brauche ich nur noch Veneers. Was brauchst du? Irgendwann diese Veneers, ne? Da wollte ich ja Veneers, noch Veneers, ja. Irgendwann mal. Wir haben jetzt nur den unteren Teil, was soll ich sagen, behandelt. Ja. Oben bleibt das so, ist wichtig für dich, ja. Lassen wir das so. Und du wirst von Tag zu Tag immer noch mehr sehen. Okay. Also es ist nicht heute gemacht und morgen ist wieder wie gestern oder so. Es wird sogar immer von Tag zu Tag besser, glaub mir. Also ich habe das auch hinter mir. Okay, super, wir schauen mal. Ich bin gespannt. Jetzt fühlt es sich auch schon wieder ganz normal an. Ja. Es ist sofort weg. Das ist in der Phase. Ja. Du kommst und dann ist es eigentlich relativ dann ist weg. Und die Nadeln, das ist halt die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit, die angegeben wird, das verursacht diese Schmerzen. Okay. Nicht die Nadeln oder so. Die ja. So dünn spürt okay. Man eigentlich nicht. Ja, bin ich mal gespannt. Wir schauen mal. Sind wir fertig? Bitte, ne? Okay.